Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zenless Zone Zero. Ich schwöre, jedes Mal, wenn ich irgendwie hier einen Part starte, kommt irgendwie ein neues Lied, das ich noch nie vorher gehört habe. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Ich weiß, man hat irgendwie so eine Musik, die man oben irgendwie im ersten Stock ändern kann, die abgespielt werden kann oder so, keine Ahnung, aber kommt so vor, als wäre jedes Mal ein neues Lied hier in der Videothek. So, wir machen heute ein bisschen weiter mit der Story. Ne, wir machen ja, wir versuchen heute mal hier das hier mit Irse hier. Ne, ich weiß nicht, ob das eine besondere Episode. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das Story ist, was hier gerade am Ablaufen ist. Aber wir gucken mal. Ne, wir müssen das irgendwie machen. Schon wieder ein neues Event am Start, das irgendwie was mit der Sicherheitsbehörde zu tun hat. Bin ich voll. Ich mache immer. Mach mal Snapshots von diesen Bildern, weil ich die voll putzig finde. Diesen Animationsstil hier. Wenn die Charaktere so aussehen. Genau, da sieht man irgendwie Bilder hier von Shinji, Zushuan, glaube ich. Ich vergesse immer ihren Namen. Hier der eine Silberhaarige, der ist, glaube ich, auch von der Sicherheitsbehörde, haben wir, glaube ich, gesehen. Ne? Der wird jedenfalls schon ja aufgelistet bei der. Wenn man die Freundschaft nachguckt. Im Spiel. Ich weiß nicht, was dieser Roboter ist. Ich hoffe, er ist auch ein spielbarer Charakter. Also ja, keine Ahnung. Mal schauen. Dann hätten wir nämlich 4 Charaktere. So, guck mal, was hier los ist. Ne, Bell. Ich warte den ganzen Tag auf dich. Ich habe gerade eine Privatnachricht von der Noirido Sicherheitsbehörde bekommen und wollte mit dir darüber sprechen. Geht schon wieder um die Sicherheitsbehörde in der Story hier. Sie wollen, dass wir so schnell wie möglich unsere Bürgeridentifikationsdokumente zum nächsten Revier bringen, um unser Geschäftsvermögenszertifikat für die Bibliothek zu aktualisieren. Lass uns das so schnell wie möglich erledigen. Wollen wir gleich heute hingehen? Auf geht's. Ja. Super, 2 dumme, ein Gedanke. Haha. Alles klar. Klingt super interessant, Dokumente einzureichen bei der Polizei. Was für ein geiler Plot, ne? Gehen wir. Das war einzige Revier, das wir kennen, oder? Neues Gebiet freigeschaltet. Lumina Revier der Sicherheitsbehörde. Stimmt, da fehlte noch ein Gebiet, das wir noch nicht erkundet haben. Ich dachte, wir meinen jetzt hier am Lumina Platz. Oh, hier. Ist er nicht genau da, wo wir schon waren? Oder kann man jetzt da rein? Oh, wir können jetzt da rein. Nett, super geil, Omatiko. Warte nochmal, Shinchan, ja, ne. Smart und der Mann. Er ist der Mann, der kann. Okay, neues Gebiet zum Erkunden, ausgezeichnet. Ich habe mich schon gewundert, weil ein Gebiet war die ganze Zeit schon noch geschlossen. Weil ich mich hier noch ein ganz kleines bisschen umschauen, nur jetzt wegen Thron gehe ich jetzt hier noch rumlaufen, aber hier scheint nichts zu sein. Na gut. Mein Gott, sogar Sitze haben sie hier. Guten Tag, willkommen im Lumina Revier der Sicherheitsbehörde. Bitte denkt dran, eine Wartenummer zu nehmen und dich anzustellen. Wo es aussieht, als wäre es außerdem niemand sonst am Anstehen. Gut, was kann ich für dich tun, lieber Bürger? Ja. Achso, du bist der Inhaber und hier, um die Geschäftslizenz zu aktualisieren. Ja, bitte zeigen wir die Bürgeridentifikationsdokumente, damit sie für dich überprüfen kann. Du legst der jungen Offizierin deine Unterlagen vor und ihre Finger fangen an, über die Tastatur zu tanzen. Gefunden, 6th Street, Bezirk Janus, Neurido. Ein Geschäft für die Vermittlung und den Verkauf von Videokassetten namens Random Play, richtig? Ganz genau. Kommt her und holt einen Rabatt. Na gut, dann lass uns mit den Formalitäten beginnen. Hier ist das neue Formular für die Zertifizierung. Füll das mal aus, danach werde ich dich. Alles klar, das klingt sehr spannend. Legen wir los. Will ich nicht lange aufhalten, natürlich. Lass uns jetzt loslegen. Ja, ich wusste es. Irgendwie wusste ich, dass wir sie als erst sehen. Besondere Episode, verdeckte Ratte und Köder. Alles klar. Oh, nice. Jetzt sind wir bestimmt die restlichen Mitglieder, ne? Sehen wir diesen einen.
den einen Kollegen hier, ne? Dem Fuchsjungen, oder was auch immer er darstellen soll für ein Tier. No, ist er nicht da unten? Die nächste spielbare Charakterin, John Doe oder irgendwie? ジェーン、ジェーン。山地組の犯罪計画で幾度も重要な役割を果たしており、急速に組織内で頭角を現しつつあります。彼らが本作戦の目標です。まずは小生の精鋭部隊による突撃をもって組織の中心メンバーを叩き、山地組の弱体化を図ります。艦長、俺質問が。どうぞ。 山地組は、セフ、glaube ich, ne。命知らずの集まりとはいえ、その辺の強盗とそう変わらない連中ですよね。治安局として特別の警戒がいるほどでしょうか。中心メンバーを叩いていくより、直接アジトを壊滅させてしまった方がいいんじゃないでしょうか。それは、そうしたくともできないからだよ。少なくとも今はな。 君の理屈も間違いじゃない。山地氏だろうと何だろうと、治安局の前では縦髪の長い大きな猫だ。恐るるに足らんよ。奴らの真に厄介なところはな、消えるんだよ。あ、これはシュワイフ。この無法者どもは犯罪のたびにフォローを通って治安局の手から逃れ、跡形もなく姿を消す。 ガンスシュミエが、トゥープ。奴らが活動しているとおぼしきホローエリアに対して、組織を挙げたローラー作戦まで展開してな。惜しいかな。そのすべてはドローに終わっているが、君の報告以官ではそれも今日までだ。陳一案官、マスケット。バイロン長官殿にご報告申し上げる。情報部の誘導により、 ラマニアンホロー急行時エリアで山地氏組のお尋ね者ども捕捉したとのこと。突撃作戦を実行するならば今こそ好機ではなかろうか。わかった。我々はこの作戦に多大な時間と資源を費やした。主演班長、君はこの意味がわからな。はい長官、存じております。よろしい。本作戦は君の班にかかっている。 必ず成功させてくれたまえ。いいな。必ずや。コードネームデコイ。これより開始します。Ah, können wir ihn zum ersten Mal spielen dann? Das wäre doch cool. So, Sonderepisode. Wird irgendwie, weiß nicht, Weiß und Bell irgendwie darin involviert? Oder sind einige Stunden später in ein Gebiet, wo Operation Köder ausgeführt wird? Naja, wir gehen direkt dahin, alles klar. Was kämpft so? Boah, was hat er? Sein Schild? Ah, er hat Schwert und Schild, cool. Okay, Figuren vorstellen. Du musst mir nicht sagen, wie man Shingi spielt. Ich hab sie. Ich will aber ihn hier. Hol da. Ja. Aber ja. Oh, geil. Das ist irgendwie die letzte Waffe, die ich mir irgendwie vorgestellt hätte. Zu sehen, das Schwert und Schild. Ja, das ist doch cool, direkt in die Action. Genauso muss das. Oh ja, das Stück. Was? Ist der auch Elektro? Ja, ich gesagt, nicht schlecht. So. Boah, was? Okay, ich habe mal gedrückt gehalten. Okay, cool. Er hat auch irgendwie so eine Balken hier. Mal gedrückt gehalten. Okay, er ist auch cool. Ja, ist so ein, ja, wenn ich so ein Schlag statt so ein Batonbass passt, ne? Weiß nicht, so, ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch diese Knüppel, die Polizeioffiziere haben. No. Wo ist denn hin?
Wie sagt man da oben? Ein Aufzug? Hier? Ja. Okay. Viel so cool hat er ein Schild hat, ey. Ich glaube, er ist in der nächsten Gacha irgendwie. Ein Vierstern, ist er ein Vierstern? Ich glaube, er ist ein Vier-Sterne-Charakter, ne? So. So, ich werde mir jetzt nicht merken. Ich werde für ihn rollen, wenn er. Ich glaube, die nächste Gacha ist irgendwie hier die eine Lady, die wir da im diesen einen Bild gesehen haben. Und ich glaube, er ist einer der vier Sterne Charaktere, die in der Gacha drin sind. Also was jetzt hier gerade, wir haben ja hier fünf Sterne Charaktere, ne? Also Shinji ist immer noch in der Gacha gerade. Und dann hast du nur so vier Sterne Charaktere. Ich glaube, Billy und Corin sind gerade in der Gacha, ne? Warte, gleich machen wir Ultimate. Ich nehme an, er ist irgendwie der Vier-Sterne-Charakter für die Sicherheitsbälle, weil sonst wäre schon der dritte Fünf-Sterne-Charakter, ne? Das wäre ein bisschen zu viel. Guck mal, ja. Boah. Boah. Ich weiß nicht, was dieser eine Balken da ist, den er abfüllt. Ja. Ich frage mich, wie man sie noch mal spielt. Was, wenn man sie spielt? Ach, sag. Also ich glaube, er ist in der nächsten Gacha irgendwie einer der vier Sterne Charaktere. Das bedeutet, ich werde so lange die nächste Gacha spielen, bis ich mindestens ihn ab. Weil die 5-Sterne-Charaktere will ich nicht unbedingt haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist immer ein bisschen riskant, ne? Ich habe schon mal Momente gehabt in anderen Mihoyo-Spielen, wo ich irgendwie weil nicht. Ich wollte für einen 4-Sterne-Charakter abpullen, aber schon den 5-Sterne-Charakter gepullt. Und das ist dann schlecht, weil weiter will ich nicht pullen, weil. Also sonst kriege ich den Charakter doppelt und ich will Charakter nicht doppelt haben. So, ich hätte gedacht, hier wäre vielleicht irgendwo was. Nö. Wow, da war ne. Da wäre es ein Verteidigungscharakter, ne? Weil er hat irgendwie ein Schild da. Über seinen Lebensbalken hat man irgendwie so. Hat man irgendwie so, weil er nicht so. Genau, gedrückt halt muss man. Er hat irgendwie so ein blauen Schild über seine AP-Balken. Das heißt, er provided irgendeine Art Schild, ne? Nehme ich an. Ah, er stirbt. Okay. Der Enge. Der Water. Die Viecher sind so freaky. Wollen ich hier schon? Ja, egal. Weil ich hab verpasst hab. Ach, wir gehen da oben wieder. Okay. Wir gehen jetzt nach oben. Der kam von unten. Was geht? Na? Man macht ja Hundegeräusche. Wuff, wuff. Also der Bangbo. Oh ja, Stück, komm her, Stück. Ich weiß nicht irgendwie, ob er viel Schaden macht oder nicht. Aber wie kannst du das sagen? Aber. Okay, Heilung, das heißt, jetzt kommt der Boss, ne? Oh.
Oh, wir kämpfen sogar gegen sie. Okay. Das ist das erste Mal, dass wir gegen irgendwie so einen menschlichen Charakter als Boss kämpfen. Cool. Lass mal die, ich mach mal deine Minions erstmal kaputt. Gott. Ich habe ehrlich gesagt, sie wäre irgendwie auch ein Mitglied von der Sicherheitsbehörde, weil irgendwie weil der Ladebildschirm von dem Spiel in der PlayStation sieht jetzt irgendwie, das ist irgendwie so ein neues Wallpaper gerade. Da sieht man ja die Mitglieder der Sicherheitsbehörde. Ich dachte, sie wäre irgendwie auch ein Mitglied von denen oder so. Mach mal her, das Stück. So, Gott. Ja. Darf ich da ein bisschen aufpassen? Das ist doch ungewohnt, mal gegen einen menschlichen Charakter zu kämpfen. Ah. Nein. Aber sie ist, glaube ich, der nächste Charakter in der Gacha, ne? Wenn ich mich nicht irre. Komm mal her, du Stück. Das glaube ich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. So schnell kannst du gar nicht ausweichen. Weil ausweichen hat ja eine Abklingzeit, so eine kleine. Warte mal, ja. Und zack. Und jetzt kommt ein Riesenschwert. Boom. Da hat sie sich voll geeignet in der letzten Sekunde. この図るしようって魂胆が。そう、あたいはあいにくずるが大好きなの。だからむやみに動きたくなかったんだ。見ろ、迷子になっちまった。捕まえろ。これはエーテル物質。気をつけ。 Sagen schon die jetzt Leute würden. Aber ich bin gleich wieder verloren. Wir haben trotzdem noch welche mitgenommen. Wir haben ja geschafft, den zu verlieren. Während dieser ganzen Action. Oh mein Gott. Einige Stunden später in einem Sitzungsraum im Revier der Sicherheitsbehörde auf den Lumina-Platz. ジェーン以外の親衛隊は工作済みです。ですが、突如現れた市民のうち2名とセス巡査の行方が分かりません。証言では山地主組の捕虜になった可能性もあると了解しました。はい。前半装備を整えて待機命令を待ちます。してまあ、ロプサンテレフォン。して 長官殿の指示はいかなるものであった。こたびの失敗に対する我らの処分は、採用か
Ich habe mich auf Weiß irgendwie gerade irgendwo in der Ecke stehen und das alles hört. Ist auch meistens immer so, wie das passiert, wir stehen einfach so und überhören die Gespräche von Leuten, dann heißt es immer so, okay, wir helfen mal. それですよ、先輩。さすがですね。実はもう分かっていたんですか?うん。全く理解しておらなんだが、褒めてくれる分には一向に構わぬぞ。あれ?先輩が今言ったことですが、実はそれこそ上層部が長い間準備してきた正真正銘の作戦なんです。彼らのリーダーを Shuyuan und nimmt eine Ausweiskarte vom Tisch und gibt sie Shinji. Ich weiß nie, wie man sie aussprechen soll. Er hat auch die ID-Karte aus Plastik. Jane wurde als Kriminalberaterin extern von der Sicherheitsbehörde eingestellt. What? Aus Plastik? Deswegen habe ich gedacht, sie wären Mitglied von denen. Ich wusste doch aber irgendwie was. Wollte schon sagen. Warte mal, das ist ja auch ein 5-Sterne, da muss ja Steffen 4-Sterne Charakter sein, ne? Sonst wären ja alle 5-Sterne Charakter. Ja, er wusste also auch davon, ne? Ja, weiß nichts davon, ne? Zur selben Zeit in dem Balitwins-Höhle. Was ist los? Passwort. Übersetzung. Ah! Ich bin der Meinung, dass ich
Die Stimme von dem Charakter, von den Linken, klingt irgendwie so viel zu Main-Charakter mäßig irgendwie, als wäre er ein wichtiger Charakter. Razor von Genshin, dieser Wolfjunge, der bei Wolfen aufgewachsen ist, der so einen Wolf-Stand hat. Sie sich gerade mit ihren Fingern irgendwie Lippenstift auftragen, so was geht. Ich habe eine sagen wir mit geheimen Übergangsstation angekommen. Nicht umsonst haben die Offiziere bei der Sicherheitsbehörde so lange geplant. Sogar ihre eigenen Leute sind darauf hineingefallen. Die einzige Variable, mit der ich nicht gerechnet hatte, ist dieser Offizier, Seth. Ist er nicht der Neuling des Ermittlungsteams? Weiß er über die Details von Operation Quiller Bescheid? Warum wurde er hierher gebracht? Gibt es neue Anordnungen im Revier? Um sicher zu gehen, sollte ich Kontakt mit ihm aufnehmen, bevor ich weitermache. Okay. Besondere Episoden pausieren. Einige Funktionen stehen während der besonderen. Ja, okay. Muss mir jetzt nicht erklären. Okay. Achso, sie hängt ihre Finger da an diesen. Ja, wie nennt man hier diese. Ich schwöre, ich tue nicht an sie heranzoomen, weil ich sie auschecken will. Auch wenn er natürlich wieder so aussieht. Ist sie nicht irgendwie. Ich habe irgendwie gehört, sie soll eine Kuh sein oder so, aber sie hat irgendwie so ein Schweif oder verwechselt sich da gerade mit einem anderen Charakter oder so, ich weiß es nicht. So, wow. Kriegen wir irgendwann mal so eine Banditenfraktion oder so? Oder ist sie irgendwie schon Teil von dieser Banditenfraktion? Das wäre richtig cool. Na gut. Kann ich irgendwie. Oh, guck mal hier. Ich bin echt hier komplett drin in dieser Mission. Ne? Was habe ich gerade bekommen? Besondere Episode. Wie heißt man da? Ein Katz und Maus Spiel. Okay, cool. Hey, Seth. ごとき。力を無駄遣いしない方がいいわよ。あんた、ここに来る途中でチクッとされたでしょ。金弛緩剤だから。今みたいに立っているだけ十分すごいわ。金弛緩剤だと。道理で力が入らないはずだ。罪のない市民に危険な五金製の品を使うなんて本当に最低な奴らだな。ああ。
残念だけど全員が打ってもらえたわけじゃないの。あんただけの特別待遇。何？くそ、卑劣な真似を。普通の人は結束バンドを5と機なんて言わないのよ。卑劣じゃなくて分別と言ってほしいわね。お前は頭も良くて実力もあるのにどうしてまっとうな道を歩まない。なんでギャングの仲間なんかやってるんだ。 あたいをまるっきり知らないってわね。お前さ、お前さ、しょん、ぶしゃいとらぞ。お前のファイルにはすべて目を通した。ジェーンドゥ、最近山地組に加入し、優れた手腕と頭脳で、組織内での地位を高めて、今では親衛隊クラスの中心的メンバーだ。それから、ファイルを見る限り、お前は典型的なギャングだ。狡猾で残忍。 その上卑劣で手段を選ばない。けど、それだけじゃないことも知ってる。お前にはいいところもたくさんあるはずだ。だよな。あたいに聞いてどうする。Du da Ich glaube, er weiß Bescheid. お前はまだ選べる。まっとうな道に戻るチャンスがあるんだ。まだ遅くない。協力してくれるなら、俺の個人的な信用を担保に、治安局には酌量の余地。ええ、weiß total Bescheid, ne? そうだ。それが俺の名前だ。それが何か関係あるのか。ちょっと奥に座ってるお嬢ちゃん、あんたよ。背中に何を隠してるの？え、私は何も隠してなんか。勘違いしないで。あんたたちがちょっとお手手足。そう、ネズミ君コンフェッション、ウライングズオフツネーマーだ。心が痛まないんだから。さ、何を隠したの？待ってくれ、ジェーン、急にどうしたんだ？フォローで犠牲になった人の体でまずネズミに突かれるのは目だっていうわよね。お嬢ちゃん、あんたの目は綺麗だから、きっとネズミたちが大喜びするわ。 私は何も本当に。これが最後よ。一体何を隠して。水だ、飲み水だよ。連行されてる道中、残しておいたんだ。俺が操作させた。責めるなら俺を責めろ。 Jetzt hat eine Geisel und eine kleine Flasche hinter ihrem Rücken hervor. Ein Bengzig, sehr stille, erfüllt das notdürftige Gefängnis. セスチアンか。優れたエーテル的生徒、身体的素質があり、腕も立つ、正直で善良、忍耐に秀でる。何が言いたいんだ？俺のことを知ってるのか？ちっとも知らないわ。けど、あんたの長所は分かりやすくて、悪い人が喜びそうなものばっかり。正直だから嘘がつけない。善良だからすぐ人を信じる。 忍耐があるから簡単には壊れない。あんたと協力することに、あたいは希望を見出せないわ。だからもう小細工はやめて、おとなしくて利口な人質になることね。だってここで善良なところが残ってるのはあたいだけなんでしょ。こいつ。見張りはどこ？ここへ来て。ジェーンのあれを。What's good? 人質をよーく見張ってて、待遇は掟の通りよ。それとこちらの治安官さんには3倍のお水を差し上げてちょうだい。あ、で、ミュージカルで泣くな。他の人質には一滴も飲ませちゃダメよ。なんだと？ほら、水が大好きなんでしょ？たっぷり飲ませてあげるわね。
Dieser unerfahrene Kerl wurde also versehentlich in die Sache verwickelt. Und er ist viel zu ehrlich für meinen Geschmack. Wenn ich ihnen die volle Wahrheit über Operation Köder offenbaren würde, besteht die Gefahr, dass er die Sache auffliegen lässt. So ein unerwarteter Ärger. Hoffentlich konnte ich sie genug einschüchtern, damit sie vorsichtig und unauffällig bleiben. Egal was passiert, ich muss zuerst herausfinden, wie ich mein Ziel erreichen kann. Ich muss das Versteck der Berglöwenbande auswendig machen. Daran ändert sich nichts. Ich sollte die niederen Schergen in der Übergabestation löchern, um Informationen zu holen. Okay. Zum Beispiel dich. Wie sieht's aus? Jane, alles gut bei mir. Kein Rückenweh, kein Beinschmerzen und die Korrosionswerte sind im grünen Bereich. Ich war nur etwas unruhig, also habe ich gerade noch mal Antikorrosionsmittel angewendet, nur zur Sicherheit. Entschuldigung. Ich frage nach dem Zustand der Geiseln und wenn deine Korrosionswerte in Ordnung sind, verschwinde keine Antikorrosionsmittel. Tut mir leid, Jane. Die Geiseln sind auch in Ordnung. Ich habe sogar doppelt so viel Antikorrosionsmittel für sie verwendet. Aber das mache ich ab jetzt nicht mehr. Nein, mach weiter damit. Sie tragen keine Schutzausrüstung. Das ist wichtig. Maßnahmen zu treffen, damit sie nicht zu korrigieren. Gibt es noch andere Probleme? Nicht mit den Geiseln. Außer dass dieser Tierenoffizier mit mir ständig eine Standpauke hält, wie ein Lehrer für Moralerziehung. Aber das ist kein Problem. Einer der höherrangigen hat ihm Muskelrelaxianta verabreicht, damit er sich nicht von seinen Fesseln befreien kann. Ich kann ihn daher ruhig trollen. Alles klar. Ich habe nach echten Problemen gefragt. Wenn es keine gibt, dann hör auf, den Offizier zu provozieren. Hä? Entschuldigung, die höherrangigen, die Geiseln bewachen, neigen dazu, gemeine Worte zu sagen. Ja, die Musik hat gerade nachgeladen. Du musst dich nicht zwingen, Dinge zu tun, die dir nicht passen. Wie lange bist du schon hier? Ich bin schon die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Übergangsstation zu bewachen. Aber heute Vormittag habe ich Befehle erhalten. Ich bin also erst seit ungefähr einem halben Tag hier. Eigentlich wollte ich wissen, wie lange du schon bei den Berglöwen bist. Egal, auf jeden Fall überlasse ich dir die Überwachung der Geiseln. Es wird schon nichts schief gehen. Alles klar, ich werde mein Bestes geben, Jane. Gut. Er ist ein bisschen dämlich. Ich wünsche mal, könnte auch mit den anderen Charakteren rumlaufen. Ne? Ich meine, man hat hier extra jetzt eine Laufanimation für sie und so weiter. Naja, aber man kann ja irgendwie nicht mit den Charakteren rumlaufen. Ne? Man läuft immer nur mit Weiß herum. Beziehungsweise mit Bell, wenn man sie am Anfang gewählt hat. Deswegen verstehe ich nicht, warum jetzt hier irgendwie Animationen für sie extra gemacht wurde. Finger weg. Was ist los, Jane? Dein Handgelenk tut weh, oder? Wahrscheinlich hast du es beim Kampf mit den Offizieren verletzt. Du solltest es nicht belassen, sonst könntest du deine Muskel zerren. Wirklich? Ich habe es nur leicht berührt. Autsch, autsch, ah! Glaubst du mir jetzt? Ich glaube ja. Was soll ich jetzt tun, Jane? Da kann man nichts machen, außer du weißt, wie sich die Versorgungssitze der Übergangsstation befindet. Vielleicht können wir etwas Medizin für dich schnorren. Clever. Die Versorgungssitze? Ja, ich bringe sie sofort. Autsch, autsch, autsch. Jane hält Molus die Versorgungssitze von den Bandenmitgliedern und kann das Niveau der Übergangsstation anhand der Anzahl der wichtigen Versorgungsgüter ohne Probleme einschätzen. Die Vorräte an Antikorrosionsmittel und Schutzausrüstung sind ziemlich umfangreich. Genug, um mehrere Leute für eine ganze Weile zu versorgen. Es gibt sogar Vorräte für den täglichen Bedarf. Das heißt wohl, dass die Übergangsstation wichtiger ist, als ich dachte. Sehr gut. Wie ist die Lage, Jane? Hast du Medizin für mich gefunden? Hier, diese zwei Produkte. Eine Salbe und ein orales Medikament. Trag die Salbe auf und die Schmerzen stelle auf zweimal täglich, morgens und abends. Gut, und das orale Medikament, soll ich es vor dem Essen einnehmen? Nein, das orale Medikament ist eigentlich Kaugummi. Es dient dazu, dich abzulenken, damit du nicht an der Wunde herumfummelst. Oh, alles gut, danke, Jane. Alles klar, voll clever. Schlauer Lakai, na, wollen wir noch mal sehen. Glückwunsch, wozu? Natürlich zu deiner Beförderung. Ich nehme an, ich hätte da lesen sollen, was da über den seine Sprechblase stand, ne? Hat Boss Razor nicht gesagt, dass er dich in seine Leibwache aufnehmen will? Du bist wirklich großartig. Für Glückwünsche ist es noch zu früh, wenn die Zeit reif ist, meinte er. Ach, das sind doch nur Formalitäten. Früher oder später wirst du befördert. Ha, ich hab's mir gleich gedacht. Die ist bestimmt kein, wie heißt das doch gleich, Aufschnitt, Heini? Ich glaube, du meinst Durchschnitt, Heini. Na genau, so heißt das. Sobald du Teil der Leibwache bist, wirst du die Kontrolle über diese Übergangsstation haben. Dann müsst du uns kleinen Jungs auch helfen, oder? Haha, gut zu wissen. Apropos, wenn die Übergangsstation von der Leibwache geleitet wird, trifft das dann auch den Rückzug zur Höhle der Löwen? Über solche streng geheime Angelegenheiten bin ich nicht informiert.
Aber jedes Mal, wenn wir Höhle der Löwen über zur Höhle der Löwen überquert wurden, führen uns immer der Boss oder seine Leibwache durch die Höhle. Ich war schon mehrmals in dieser Übergangsstation. Verstehe. Nun, du sollst dich erstmal ausruhen. Jen geht in eine ruhige Ecke und denkt über die nächste Phase ihres Plans nach. Gut, ich sollte mir jetzt die nächsten Schritte überlegen. Es ist viel los. Ich muss einen Schritt nach dem anderen machen. Okay. Die Vorratsliste zeigt, dass diese Übergangsstation über reichliche Vorräte und ein volles Personal verfügt. Mit anderen Worten, dies ist eine der wichtigsten Verstecke für die Berglöwenbande sein. Übergangsstation. Laut Aussagen von Bandenmitgliedern folgen sie die Kernmitgliedern durch verschiedene Übergangsstationen. Egal, ob sie die Höhle überqueren oder zur Höhle der Löwen gehen. Das macht es sehr wahrscheinlich, dass diese Übergangsstation der einzige Weg ist, um die Höhle der Löwen zu gelangen. Die Wachen, die die Geiseln bewachen, sehen aus wie nervöse Neulinge. Es sollte ein Kinderspiel sein, ihnen einzeigen zu jagen oder sie auszutricksen. Es scheint nicht schwer zu sein, die Wachen zu überwältigen und die Geiseln zu befreien. Oh, das war's. Hat mich einem Energieriegel zu belohnen. Wenigstens sieht die Lage im Moment nicht so schlimm aus. Die größte Frage ist, wann wird Razor zurückkommen? Zur Sicherheit wäre es am besten, vor seiner Rückkehr mehr über die Höhle der Löwen herauszufinden und die Geiseln so schnell wie möglich von ihr wegzubringen. Ich sollte also zunächst die Umgebung der Übergangsstation erkunden, da dies Teil der Fluchtroute ist, gibt es bestimmt nützliche Hinweise in der Nähe. So, zwar bei den ganz bösen Bango, ja? Danke für deine Bemühungen. Gibt es etwas Neues am Ein- und Ausgang? Jane, kein Problem. Ich tue nur meine Arbeit. Alles in Ordnung am Ein- und Ausgang. Schön. Ist das dein Bango? Hat es eine Möhre? Oh nein, das gehört der Übergangsstation. Die Möhre nimmt Daten aus der Umgebung auf. Der Boss hat sie vor seiner Abreise aktualisiert. Prima, dann überlasse ich dir die Patrouille. Hä, Patrouille? Welche Patrouille? In dieser Übergangsstation sind viele Leute und es gibt auch Geiseln. Wir müssen die Sicherheit hier gewährleisten. Es ist notwendig, die herumsteuernden Ätherien in der Nähe zu vertreiben. Die Ätherien vertreiben? Soll ich das allein tun? Was? Du willst nicht? Wie ersetzt du dich etwa den Befehlen des Bosses? Hey, ich würde dem Boss niemals widersprechen. Ich bin bloß, du weißt schon, oder? Es ist nur, verstehst doch? Ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht gehen will. Es ist nur, schau mich doch mal an. Hm? Ich bin einfach, weißt du. Okay, lass mich mal gut sein mit deinem Gelaber. Solange du mir zwei zusätzliche Rationen aus der Versorgung gibst, gehe ich statt dir auf der Patrouille. Wirklich? Das ist großartig. Jane, ich wusste, dass du sowohl fähig als auch freundlich bist. Ich verspreche dir, die beste Ration und Medikamente zu geben. Sehr gut, jetzt ist die Versorgung für unsere Flucht gesichert. Also Jane, dann müssen wir loslegen. Okay, gucken wir mal. Ich bin aber ja fertig, ne? Glaube ich. Ich habe ja nichts, oder? Okay, gehen wir weiter. Ich sage, ne? Alles klar. Gib mir das Bango. Ich gehe sofort und vergiss die Vorräte nicht, die ich erwähnt habe. Super, ich werde dir gleich die Versorgung bereitstellen. Keine Sorge, niemand wird es merken. Was spielen wir jetzt sie? Vielleicht hätte eine Woche warten sollen, bis sie irgendwie in der Gacha ist. Aber ich hätte sie sowieso nicht gepult, ne? Außer ich würde sie zufällig per Glück bekommen. So, Jane hat eine zusätzliche Chance fürs Ausweichen und wird beide Ausweichen abwechseln. Perfekt aussehen oder schauen wir einen Gegner mit einem Angriff verursacht. Ja, ich werde sie sowieso nicht pullen, deswegen bringt mir jetzt nichts hier Tutorial zu lesen. Okay, sie hat trotzdem ihre. Ja, wenn sie irgendwie normal laufen würde, dann wären die Animationen irgendwie. Ich tue irgendwie über den Boden skaten. Okay. Was kämpft sie? Die hat so kleine Messerchen, ne? Also ich sehe dann jetzt ein Mitglied der Sicherheitsbehörde oder nicht? Weil es scheint irgendwie so anzudeuten, dass sie irgendwie zu so einer Banditenfraktion oder so gehört. Ich meine, man hat sogar irgendwie gerade ein Bango hier von diesen Banditen. Von diesen Banditen hier gerade gefunden. Ne? Es scheint irgendwie so darauf hinzudeuten, dass irgendwie hier eine
dass hier irgendwie so eine neue Fraktion, so eine Banditenfunktion irgendwie, ja. Oh. Also irgendwie so eine Banditenfraktion jetzt hier verfügbar sein wird, weil sie viel schnell. Okay. Boah, Leute. Okay, was ist dieser Balken? Boah, alle Charaktere von der Sicherheitsbehörde haben irgendwie so einen Balken und ich weiß nicht, was das macht. Ich glaube, ihre Angriffe sind jetzt irgendwie stärker oder so. Ich weiß nicht. Der Schweif ist am Leuchten. Oh, nee, aber ganz, ich da ganz nah dran gehe. Sie haben ein paar interessante Animationen. System läuft. Ja. Ja, warum habe ich den Bonus jetzt die ganze Zeit? Weil der Balken geht irgendwie gar nicht runter. Doch jetzt geht er runter. Aber mit jedem Angriff. Oh ja, mit jedem Angriff, glaube ich. Na ja. Ich bin mal gespannt, zu was für eine Fraktion sie gehört. Vielleicht gehört sie ja zu zwei Fraktionen. Wird bestimmt auch irgendwann mal der Fall sein, ne? Okay. Oder sie bekommt irgendwie ein anderes Outfit hier irgendwie. Hat mehr so zur Sicherheitsbehörde irgendwie gehört. Ich weiß nicht. Werde ich ja sehen. Okay, ich nehme an, ich darf das nicht. Okay, ich nehme an, ich durfte ihn nicht berühren, ne? Sehen wir es im Ruhemodus. Okay. Ich glaube, Bände. Okay. Oh, ey. Ist der Balken wieder leer? Der ist aber voll. Okay. Aber du. Oh, ich kann gar keine. Ich kann die gar nicht blocken, merke ich gerade. Ich kann einen anderen Charakter zum Blocken ab. Ja, irgendwann stand über Ausweich, ne? Über ihre Ausweichfähigkeiten, ne? Ausweichkonter. Aber erstmal. Ultimate. Oh. Na, verdammt. Na, kommt schon irgendein Gegner noch. Oh. Okay. Dann kommt ja definitiv noch was, wenn ich ja Vorräte und so bekommen. System läuft. Da ist zu angewehrt. Schließt er da. Blablabla. Alles klar. Coole Mails schauen nicht auf Screens. Tippen einfach nur drauf. So. Wenn jemand noch, der was aufs Maul bekommen will, würde gerne mal die Ultimate von ihr sehen. Bestätigt Zugang, weiß mit dem Ding nicht. Ist okay. Ich mache Wissenschaft. Jetzt alles, was ich müssen muss.
Na, komm mal her. Wir haben in letzter Zeit nur irgendwie so. Sie ist irgendwie schon der vierte Charakter, glaube ich, oder der dritte Charakter mit schwarzen Haaren. Die ist irgendwie schon der. Wir haben hier viel zu viele schwarzhaarige Charaktere in der Event. Erst hatten wir Ellen, ne? Mit so schwarz-rote Haare, ne? Dann hat mal. Dann hatten wir die andere Sicherheitsoffizierin, welche auch schwarz und rot hat. Ne? Jetzt haben wir hier, sie hat auch, ich merke auch, sie hat gerade schwarz und rot. Shinji ist der einzige Event-Charakter, der irgendwie mal anders aussieht als die bisherigen Event-Charakter. Wir müssen schon so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, habe ich so das Gefühl. Ne? Irgendwie habe ich so das Gefühl, alle Event-Charaktere, bis auf Shinji, sehen bisher irgendwie alle gleich aus, so vom. Also vom ungefähren Design. Aber alles. Alle Big Booby schwarzhaarige Mädels. Ja. Ja. Ey, was geht? Na. Die ist physisch aber, ne? Glaube ich. Na komm, wie viel Glück ich habe bei der nächsten Gacha. Die nächste Gacha spielt eigentlich nur für Seth dann, ne, damit ich ihn bekomme. Und dann warte ich erstmal, was wieder in der nächsten Gacha danach kommt. Aber wenn das nicht interessant ist, vielleicht tue ich dann, für sie pullen. Sie sieht lustig aus, ja, zu spielen. Mal schauen, ich muss immer mich erst vor informieren, weil alles in der nächsten Gacha und so alles kommt, ne, und ich sitze da schon irgendwie so auf ich glaube, ich fast 30.000 Punkte wieder. Irgendwann muss ich die ja mal ausgeben, ne? Ich habe schon überlegt, hier die Gacha, die Waffen-Gacha hier zu spielen für Shinjis Waffe oder für Corins persönliche Waffe, ne? Aber oh Gott, weiß nicht. Ich habe ja irgendwie noch so die Hoffnung, dass ich irgendwann mal Corins Waffe so bekomme. Ist irgendwie ein neuer Gegner, ich kenne ich gar nicht, glaube ich. Weil es besteht ja immer noch eine Chance, irgendwie hier die Waffen auch in der normalen Gacha zu bekommen. Da habe ich ja die meisten anderen Waffen auch bekommen. Ne? Billys Waffe habe ich auch irgendwie 3-4 Mal bekommen auf diese Weise. Also welcher Coins Waffe auch irgendwie mal bekommen auf diese Weise. Oder Lucy's oder Pipers Waffe. Weil ich habe ja dieses Event gerade gespielt, da hast du eine Waffe bekommen hier für die gut für Corin ist. Deswegen brauche ich jetzt nicht nochmal extra eine neue holen. Oder ich könnte 1 Euro ausgeben, da gibt es irgendwie dieses Angebot, wenn man, wo man sich irgendwie so ein paar Sachen für 1 Euro holen kann. Dann würde ich wortwörtlich einen für 1 Euro irgendwie Coins Waffe holen, aber nee, komm, free to play. Ich mache da wie in Honkai Star Rail, das Spiel ist free to play. Ich tue ja keinen Cent reinballern, egal wie viel Spaß mir das Spiel macht. Also fängt's an, ne? Du gibst 1 Euro aus und dann fühlst du dich immer sicher und tust noch mehr Geld ausgeben, ne? So, willkommen zurück, Jane. Du bist wirklich knallhart. Lass uns die Höflichkeiten überspringen. Was ist mit den Versorgungen, um die ich gebeten habe? Alles erledigt. Keine Sorge. Soll ich dir jetzt gleich geben? Nein, nicht gleich zuvor. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich sie brauche. Alles klar. Wenn es nicht anders zu tun gibt, kann ich mir etwas Zeit nehmen, um die Show anzusehen. Show? Welche Show? Ha, ich fange gleich an. Schau mal da drüben. Ja, die machen irgendwas mit Seth, ne? Sobald die Worte seinen Mund verlassen haben, bricht die gesamte Übergangsstation plötzlich in einen schwer Stimmgewirr aus, wie bei einer Kneipenrauferei. Einige der Banditen, die gerade Pause machen, beziehungsweise 2 Figuren, eine schmächtige und eine kräftige. Was ist denn hier los? Warum machen die alle so einen Lärm? Und wer ist dieser Wächter in der Mitte? Und dieser laute Kerl? Was hast du gerade gesagt? Ich meine, du kannst Nahrung der Geisel nicht vorenthalten. Kritisierst du mich gerade? Versuchst du mir zu sagen, was ich tun soll? Nein, gar nicht. Ich wollte lediglich diese Situation erklären. Der Boss hat gesagt, wir sollen die Geister gut bewachen. Nahrung, Wasser und Antikorrosionsmittel, alles muss dabei sein. Aus der Ferne hört man aus dem Geiselraum eine laute Stimme. Genau, er hat recht. Ach ja, und die Muskelrelaxianten für den Offizier. Aus dem Geiselraum hört man dieses Mal, das könnt ihr euch sparen.
Meinst du etwa, ich soll leiden, nur damit diese dämliche Hornochse mit der Sicherheitsbehörde versorgt ist? Es geht nur darum, die Nahrungsmittel an der Anzahl der Leute in der Übergangsstation anzupassen. Und streng genommen ist er eigentlich ein dämlicher Luchs, oder? Jetzt versuchst du auch noch lustig zu werden, was? Lassen die sich so leicht aufhetzen? Ich könnte noch keinen Hinweis über die Höhle der Löwen finden. Dieses Chaos kann ich nicht gebrauchen. Ich muss sie schnell aufhalten. Die Menge buht laut und es sieht so aus, als würde gleich ein Kampf ausbrechen. Erst beruhigen wir uns alle ein bisschen, ne? Du. Chill mal. Oh, Danny ist ausgezeichnet. Was ist denn hier los? Worüber streitet ihr euch? Jane, das ist ein Angelegenheit zwischen Männern. Da halte ich daraus. Ich werde diese Schwächlinge zeigen, ja, wie die Regeln der Berglöwenbande sind. Soll ich mich raushalten? Willst du mich kritisieren? Mir etwas beibringen? Der grimmige und massige Steger der Bande baut sich vor Jane auf, als würde er jeden Moment seine Wut an ihr auslassen. Aber dann plötzlich ein Tritt in die Eier. Ich wollte ihm nur die Regeln beibringen. Ein Neuling der Berglöwenbande, der sich vor einem Offizier fürchtet, das beschämt nicht nur unsere Bande, sondern auch unseren Boss. Was? Ich fürchte mich doch nicht vor ihm jetzt hier. Ich habe nur... Halt die Klappe. Okay, ich halte die Klappe. Krass, der hat sich so schnell beruhigt. Dachte ich, ich müsste ihn vor allem zurechtweisen. Na gut, weniger Ärger für mich. Hört alle zu, dies ist nicht irgendeine schäbige Gasse im Stadtinneren und nicht der Markt auf der Grey Street. Das hier ist der verdammte Innenbereich einer Höhle. Wir sind nicht hier, um Urlaub zu machen. Außerhalb der Übergangsstation laufen Ethereal rum und hinter dem Ethereal patrouilliert die Sicherheitsbehörde. Razor, unser Boss, gibt sein Bestes, um uns in dieser misslichen Lage zu befreien. Sicherlich müsste es ihm nicht gefallen. Würde es ihm nicht gefallen, wenn jetzt jemand noch Ärger breitet. Wenn ihr eine Pause braucht, dann ruht euch aus, anstatt eure Kraft für Rumstreiten zu verschwenden. Solltet ihr für den Kampf gegen die Sicherheitsbehörde sparen. Habt ihr verstanden? Die Maliten murmeln in Zustimmung und die Menge löst sich langsam auf. Die Übergangsstation kehrt wieder Frieden ein. In der Übergangsstation. Gut, ich sollte das Groß mal fragen, ob er von der Mechanismus eine Ahnung hat, solange ihm noch der Wind aus den Segen fehlt. Okay. Du barbarischer Lakai. Du bist es. Was willst du jetzt schon wieder? Kannst du ein bisschen leiser sein? Was? Ich darf meine Untergeben nicht kritisieren und jetzt darf ich nicht einmal sprechen, wie ich will? Laut zu sprechen, ohne die Regeln des Bosses zu brechen, ist immer erlaubt, oder? Oder? Willst du deinen Ruf wieder herstellen oder nicht? Wenn ja, dann sprich leise. Ja. Hör zu, allein durch die Schlagkraft und Einschüchterung gewinnt man nur Abneigung. Wenn du Respekt erlangen willst, musst du deine Stärken jenseits der rohen Gewalt zeigen. Das weiß ich doch. Ja klar, das weiß ich doch. Kannst du mir genau sagen, was ich machen soll? Ha, du bist schon ewig bei der Berglöwenbande dabei, aber viel länger als ich. Stell doch einfach dein Wissen über die Bande zur Schau. Hm? Zum Beispiel diese Übergangsstation, hast du nicht vor kurzem gesagt, dass du lernst, welche Regeln es hier gibt? Teil doch mit uns, was du herausfinden könntest. Wie viel gibt es hier? Was ist der Standard für Versorgung? Was ist die Situation der umliegenden Gegenden? Überhaupt nicht verdächtig. Es gibt eine Patrouille, die immer hier ist. Die Versorgung ist so bemessen, dass sich das sicher für 3 Korrosionszirkeln ausreicht. In der Umgebung befinden sich Evakuierungswege mit Mechanismen. Wie kann man durch die Evakuierungswege entkommen? Soweit ich mich erinnere, muss man eine Reihe von Mechanismen durchlaufen und dann braucht man eine spezielle elektronische Schlüsselkarte, die von einer bestimmten Person gehalten wird. Ist das etwa das, was ich den anderen erzählen kann? Natürlich darfst du das nicht. Ich teste gerade dein Bewusstsein für Geheimhaltung und das machst du ganz gut. Du erzählst mir einfach alles. In jedem Fall solltest du solche wertvollen Einsichten häufiger nutzen, um deine Qualifikation als jemanden Hochrangiges zu beweisen, statt immer im Kämpfer verwickelt zu sein. Mach weiter so. Was die Versorgung angeht, ich lasse mir etwas einfallen. Ich verstehe, man macht also eine spezielle elektronische Schlüsselkarte. Ha. Sind alle wie Butter in meinen Händen. Jo, erzähl mir einfach alles. Ich habe dir auch gesagt, du darfst es nicht anfassen. Diese Salbe wirkt wunderbar, aber die Wunde juckt und ich will kratzen. Wenn du schneller wieder fit werden willst, halt durch und lenk dich weiter mit Kaugummi ab. Ich kau schon, aber ich habe schon fast die Hälfte des Kaugummis gekaut. Es juckt ja immer noch. Ich habe eine Frage an dich. Je nachdem, wie du antwortest, frage ich dir einen genialen Trick gegen das Jucken.
Du bist für die Versorgung des Übergangsstation verantwortlich, stimmt's? Woher stammen die Mechanismen, die für den Bau der Übergangsstation verwendet wurden? Die Wache hört nicht auf zu kauen, aber er kneift die Augen etwas zusammen. James, warum fragst du mich so etwas? Vor kurzem habe ich eine Patrouille um die Übergangsstation herum gemacht und festgestellt, dass viele Mechanismen schwer zu korrigieren wurden. Möglicherweise durch die Etriale oder einfach nur Pech. Ich möchte die Versorgungsmaßnahmen treffen und ein paar Einzelteile, Ersatzteile vorbereiten. Warum? Um so etwas musst du dir auch keine Gedanken machen, oder? Okay. Aber ich möchte mich beweisen. Razor sagte, wenn die Zeit reif ist, macht er mich zum Teil der Leibwache. Aber so lange will ich nicht warten. Ich will jetzt befördert werden. Also muss ich jetzt Gelegenheit ergreifen, um zu zeigen, was ich drauf habe. Verstehst du? Der ernste Gesichtsausdruck der Wache verbleibt nur ein paar Sekunden, bevor er sich entspannt. Es geht also darum, schneller befördert zu werden. Hätte nicht gedacht, dass du so heißt, auf Karriere bist, Jane. Die Sache kommt mir von überall her. Die Sachen kommen von überall her. Die meisten sind hier lokal beschafft oder irgendwie angezapft. Jane, wenn du etwas reparieren willst, könntest du jetzt auf den Schwarzmarkt versuchen. Alles klar, ich merke mir. Pass auf dich auf, ich muss los. Hä, warte mal, ich habe deine Frage beantwortet. Aber du hast mir noch nicht beraten, wie man das Juckreiz wegkriegt. Meine Backen tun schon weh vom Dauerkauen. Wirklich? Dann herzlichen Glückwunsch. Das ist der Trick. Wenn du jetzt richtig kräftig Kaugummi kaust, tun deine Backen so sehr weh, dass du gar nicht mehr ans Kratzen denkst. Hä? Jane Stein hat gemächlich umher und malt sich die nächsten Schritte ihres Plans aus. Jetzt habe ich einige Schlüsselinformationen. Zeit meiner Gegenmaßnahmen zu überlegen. Womit soll ich anfangen? Das letzte Mechanismus. Der letzte Mechanismus der Evakuierungswege in der Nähe der Übergangsstation erfordert eine spezielle Schlüsselkarte zum Öffnen. Und die Komponente sind zusammengewürfelte Ersatzteile. Das bedeutet, dass es nicht schwierig ist, eine gefälschte elektronische Schlüsselkarte zu basteln und ihn aufzubrechen. Und in der Sicherheitsbehörde gibt es schon spezielle Ausrüstung dafür. Lebensmittel. Die Löwen sind sauer, dass sie die Vorräte bei den Geiseln teilen müssen. Wenn das so weitergeht, werden die Dinge früher oder später meiner Kontrolle entgleiten. Mit mehr Essen und Medizin aufzutauchen, wird nicht nur ein Problem hier lösen, es wird auch mein Ansehen meiner Rest der Bande verbessern. Nun ja, scheint, als müsste ich einen Weg finden, rauszukommen, um ein Revier der Sicherheitsbehörde aufzusuchen und unauffällig eine Hauptschlüsselkarte zu besorgen. Und dabei kann ich auch noch etwas essen und Medikamente holen, um die Bandenmitglieder und der Übergangsstation zu besänftigen, damit sie ihre Wut nicht an den Geiseln auslassen. Ich sollte mit dem Wächter am Tor sprechen und vorausfinden, ob es einen Ausweg gibt. Okay. Mit keinen Ein- und Ausgang kannst du zum Gebiet Ballettwins gelangen. Kann ich noch einmal kurz mit dir reden, bevor ich hier weitermache? Bevor ich hier aufhöre. Du siehst echt enttäuscht aus. Bist du ein Schaulustiger oder was? Jane, man kann uns nicht einfach als Schaulustige bezeichnen. Denk mal nach, wer wir sind. Wir sind die Berglöwenbande. Schlagkraft ist unser Fundament. So wie die Löwen ständig ihre Krallen schärfen, müssen auch wir in Übung bleiben. Ist doch klar. Oh, gutes Argument. Ich dachte, die nächste Patrouille gehört dir. Schärf deine Krallen ordentlich. Oh, das ist total cool. Du hast völlig recht. Patrouille ist eine gute Gelegenheit, aber es ist nur. Du weißt schon, oder? Also, was ich meine ist, es ist nicht so, dass ich es nicht tun will, sondern siehst du diese Situation? Verstehst du? Jedenfalls, ich, ja. Gut, deine Worte sind schwieriger zu überwinden als deine Krallen. Hör zu, die Evakuierungswege der Übergangsstation liegen doch in deinem Verantwortungsbereich, oder? Ich will mal kurz raus. Was, du willst aus der Höhle raus? Aber der Boss hat gesagt, dass wir keine voreiligen Schritte unternehmen sollen. Das kann ich wirklich nicht entscheiden, Jane. Natürlich, ich will nur zum Wohl der Jungs kurz raus. Die beiden sind doch gerade wegen der Versorgung fast aneinander geraten. Ich will hinausgehen, um etwas Essen und zu trinken zu besorgen. Mit genug Versorgung wird auch die Anteil der anderen größer. Und in dieser Branche haben wir es nicht leicht. Willst du dich auch ein bisschen mehr verdienen? Achso, jetzt kapiere ich, was du tun willst, was du meinst. Aber die Regeln sind nun mal vom Boss aufgestellt, da kann ich nicht als kleiner Lakai nicht dagegen halten. Ich meine ja nur, du weißt schon, oder? So ein Ding, verstehst du? Lass mich mal drüber nachdenken. Na, jetzt mal Butter bei über die Fische. Was willst du? Ich will einen Thriller sehen. The Port Peak, Regisseurversion auf Diskette oder Videokassette. Das ist mir Wurst. Nur der Film. Ich habe mein eigenes Abspielgerät. Okay. Dann würde ich aber sagen, wir machen hier Feierabend für heute, ne? Und beim nächsten Mal machen wir weiter in dieser Hauptstory, ne? Ich kann hier einfach rausgehen, ne? Möchte erlebt der Besorgung irgendwie der Ratte, während der Pause bleibt der Fortschritt der Geschichte erhalten, ne?
Dann kann ich jetzt hier jederzeit raus, ne, und wieder rein, ne? Nehme ich an. Währenddessen stehe immer noch hier. Weißt du, hier Zootopia hier, als sie ja vor, als sie ja irgendwie in dieser Faultier, was noch mal, wir mussten irgendwie von den Faultieren irgendwie was holen und hat irgendwie den ganzen Tag gedauert. Keine Ahnung. So. Wie komme ich jetzt hier wieder so da rein, nach oben drücken? Da komme ich irgendwie rein, ne? Ja. Okay, cool. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier Feierabend. Warte mal, lass mich mal da Feierabend machen. Dann mache ich hier Feierabend. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dieser besonderen Story mit Jane, ne? Und gut, dann sage ich, was hier raus wird, was hier als nächstes passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge, ne? Ich komme mich ja noch mal hier umschauen, ob hier irgendwas ist, aber ich glaube, hier ist nichts, ne? Ich glaube aber nicht, ne? Hier ist irgendwie nichts mehr, ne? Das heißt, das Seth. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.